Daddy. I won the game. I still got a quarter left. You want the quarter? Daddy. Wake up. Please, Daddy. I'm not sleeping, son. Daddy. You knew I wasn't sleeping. Why did you stand there for so long? It wasn't right. Please, Daddy. It wasn't healthy, son. Daddy, this is insane. Time you faced up to what happened. Your mother and I will see you in heaven, son. Okay, okay. Ich muss sagen, dass das gerade die verstörendste Szene ist, war, die ich seit langem gesehen habe. Ich weiß nicht, wie ich den besiegen soll. Er beißt zu manchmal, er kotzt auch. Und vor allem versucht er uns anscheinend zu erwürgen, wie er sich selbst erwürgt hat. Was eine traurige Geschichte ist. Er spuckt Blut. Das ist oft so. Moment. Die ist leer. Schade eigentlich. Erlöser. Nicht, weil ich denke, dass die Waffe die stärkste ist, aber weil ich denke, dass es irgendwie passt. 3. Nachladen-Menü. 4, 5, 6. Interessant, dass das Blut unseres Vaters uns hier körperlich wehtut, während es uns in der Realität eher selig zerstört hat. Ausrüsten. Das war's wohl. Ruhe in Frieden. Requiesca in pace. Das Wahrheitsobjekt gefunden. How is this even possible? Dad, how could he do that to himself? Why won't you let me forget? Why are you doing this to me? Come out! Come out! I've got your thing for you. Happy? You've dug up my parents. What now? When do we get to look inside your sick little mind? This isn't right. Irgendwie tut mir Travis leid. Man kann irgendwie ziemlich leicht mitfühlen. Auch wenn die Musik im Hintergrund irgendwie etwas Befreiendes hat, nicht wirklich traurig. Warum habe ich keine Karte? Okay, hier ist alles soweit blockiert. Schauen wir, ob wir im Rest des Hauses etwas finden. Ist das ein Speicherpunkt? Ich weiß es nicht. Das dürfte AK-Munition sein. Wieder mal können wir den Feuerlöscher nicht aufheben. Da liegt doch etwas. Ein Kreuzschlüssel. Und dieses Symbol. Das Gegenwartsobjekt gefunden. This is the last one.
Was? Ich weiß jetzt nicht genau, was ich damit machen soll. Das Problem, das ich habe, ist, dass ich keine Ahnung habe, welches Objekt jetzt welches Symbol ist. Und umgekehrt. Ich kann nur wirklich... Das ist so extrem schlecht gemacht hier. Ah, jetzt kann man das noch so schön umdrehen. Ich kann eigentlich nur raten. Und ich rate mal, dass jedes der Symbole einfach vertreten sein muss. Ich setze das ein. Setz es ein. Okay. Nee, das ergibt alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Man hätte es wenigstens ein bisschen erklären können. Oder beschriften können. Ich melde mich zurück, wenn ich durch Zufall, falls das möglich ist, worauf ich ja doch schwer hoffe, das Rätsel hier gelöst habe. Ja. Das ist es. Der Flaurus. Wait! Okay, jetzt kann sie auch noch durch Wände laufen. Folgen wir ihr? Oder ist die Tür abgesperrt? Sie ist offen. Verwundert mich leicht, dass da ist blockiert. Ebenfalls blockiert, das ist irgendwie schade. Na, ich habe ja gar keine Karte. Da geht es aber rein. Aber ich glaube, da komme ich auch her. Nein, da komme ich nicht her. Doch, da komme ich her. Es sieht alles gleich aus. Ich kann nicht sagen, wo ich herkomme und wo nicht. Jo. Jetzt sieht wieder alles gleich aus. Okay, es wäre besser gewesen, man hätte eine Karte integriert. Ich kann mir vorstellen, was das hier sein soll. Auch wenn es dafür noch extrem lame aussieht, aber... Wenn man es schon so designt, dass alles gleich aussieht. Okay, was soll's. Diese Tür ist das Einzige, was Sinn ergibt. Weil keine andere Tür dort ist, außer die, aus der ich komme. Oh, hier geht's ja weiter. Ja, und schon wieder sieht alles gleich aus. Es ist irgendwie wie der Rätselstein. Den Flaurus, den ich gerade zusammengebaut habe. Wo auch alles sehr ähnlich sah. Außer... Das ist das Krankenhaus. Wir sind also wieder dort, wo alles angefangen hat. Ein Speicherpunkt. Dort speichern wir erstmal und das nächste Mal geht's dann weiter.